Hallo Freunde der guten Unterhaltung und willkommen bei einem neuen Part von Planet Zoo. Wir wollen heute uns mal die Lemuren angucken. Und zwar haben die ganz individuelles Verhalten, welches kein andere Tiere hat. Unter anderem können diese auch klettern, aber ihr glaubt gar nicht, wohin die klettern können. Hier oben beweist das mal einer. Sie können nämlich die Liane erklimmen. Natürlich haben sie manchmal auch keinen Bock mehr. Aber manchmal rennen sie durch die gesamte Liane, so wie der hier. Da oben. Das sieht so genial aus, wie die das machen. Dann springen sie wieder runter und fertig. Und fertig ist die Chose. Und das machen sie so oft sie wollen. Das finde ich an den Lemuren so toll. Der hier sieht aus, als ob er kurz davor wäre, das auch zu tun. Denn er bewegt sich schon mal in die Richtung und das ist sehr gut. Und das macht er dann auch. Zwar sieht das immer komisch aus, wenn die ein bisschen aufspringen, aber wenn die das dann so machen, dann sieht man, wie sie sich fortbewegen und auf linken Füßen unterwegs sind. Und das sieht einfach krass aus. Das sind und den hier werde ich auch nicht los. Der ist hier. Ich werde den freilassen. Dann bekomme ich wenigstens keine Beschwerden mehr über diesen Tiger. Mehr freilassen. So, da dürfte ich dann endlich auch keine Beschwerden mehr bekommen. Hoffe ich. Das sieht aus wie die glückliche Lemurenfamilie. Hey, sind die etwa jetzt alle wieder aufgekommen? Vorhin habe ich überhaupt keine gesehen. Es ist so, als hätten sie sich versteckt und jetzt sind sie hier und der Karton ist gerade ohne Grund kaputt gegangen und da läuft noch einer durch die Liane und das sieht so genial aus. Das könnte ich immer wieder sagen. So, ich will allerdings mal rausfinden, warum zum Henker meine Büffel keine Kinder kriegen. Eigentlich hatten wir schon ein Kind. Wie alt werden die? Sind eigentlich an sich schon ziemlich alt. Oh, das Männchen ist langsam zu alt. Das Ding, das Männchen, es tut mir leid. Vielleicht wollen die einfach nur neuen Bullen haben. Der ist dann nicht mehr so zu gebrauchen, wie manche vielleicht sagen. So, deswegen werden wir den jetzt removen. Da habe ich nur noch die Kühe da. Handel. Ja, das steht auch schon als. Oh nein. Ich kann hier. Und er ist nicht mehr da. Jetzt ist er weg. So, vielleicht wollen die ja alle auch so einen Jungbullen haben. Einer, der vielleicht mehr was mit den Kühen anfangen kann, anführermäßig. Dafür kann ich mich sogar für ein 1050er Tier entscheiden. Was hat denn der denn für eine Genetik dann? Blusus. Der Scheiße. Der Scheiße. Was haben die für Inzuchtprojekte, bitteschön?
Der ist schick. Vielleicht sollten wir den nehmen. Wie alt ist der? 5,3. Das reicht. Wir brauchen einfach nur einen verantwortungsvollen Bullen. Einer, der weiß, wie man Kinder macht. Wie man Kühe verführt und mit ihnen zusammenlebt. Derweil rufe ich noch einen Tierpfleger zu uns. Ja, hoffentlich auch. Ich sehe gerade die Versperrung voll den Weg. Ja, das ritzt den. So, das ist unser neuer Bulle. Frisch angekommen. Und bereit, das Leben zu leben, wie es das Leben. Natürlich ist der erste Schluck erstmal der beste. Petit Chon Croquant. Das ist ein französischer Bulle, würde ich mal sagen. Der wohnt jetzt in Hoboken. Kommt aber ursprünglich aus Frankreich. Ich hätte niemals gedacht, dass ich mal einen Zoo namens Hoboken eröffnen würde, der noch erfolgreicher wird als alle meine anderen Zoos zusammen. Auch in Sachen Artenvielfalt. Vielleicht traut er sich einfach mal ein bisschen mehr mit den Kühen zu interagieren, damit sie ein paar Kälber machen. Bisher sieht es aber allerdings... Oh Mann, was ist dein Problem? Er scheint sein Wasser von dieser Quelle zu beziehen. Ich hoffe, der... Oh, oh. Nein, verdorsten wirst du mich nicht. Geh trinken. Sei lieb und geh trinken. Zumindest trinken musst du. Glock, 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 glock. Ich sag dir nur eins. Überlebe. Friss von mir aus auch ein bisschen vom Kürbis. Macht er das? Wie macht er seine Füße immer nass? Das ist auch irgendwie ein komischer Bug. Man könnte denken, die sind dreckig. Vielleicht sind die auch nur dreckig. Das habe ich mir noch gar nicht so richtig angesehen. Für mich sehen die eher nass aus. Ach, Hunger hat er wohl nicht. Nö, Hunger hat er nicht. Er hat nur Durst. Oh, wenn ich an sowas denke, bekomme ich auch immer Durst. Vielleicht hole ich mir gleich nach dem Part dann ein Glas Wasser. Werde ich auf jeden Fall machen. Wir beobachten jedenfalls auch mal die Tiere richtig schön in der Seelenruhe und du bist immer noch verletzt. Ich dachte, ich hätte dich abgegeben. Mehr. Der Durst.
Returned. Vergiss das Trinken nicht, Schätzchen. Die läuft nur einmal quer durch die gesamte Pampa und bekommt wieder Durst. Das ist doch echt unmöglich. Wo kommen die Narben her? Wahrscheinlich hat sie sich mit einem ihrer Kinder angelegt. Kann ich mir vorstellen. Und sie kann nicht kacken. Wie immer kann sie nicht kacken. Warum können die weiblichen die weiblichen Tiger nicht kacken? Wie auch immer. Ihr Gesicht ist vernarbt. Ich versuche nochmal zu kacken. Ohne Erfolg. Ja, das hat sie echt schwer. Also, jetzt ist sie hungrig. Der Tierpfleger ist ja angekommen. Der wird sich wahrscheinlich erstmal um die Situation kümmern. Und der Junge frisst natürlich erstmal einen Kürbis. Ich glaube, sie wird jetzt auch erstmal einen Kürbis fressen. Denn der Kürbis ist für den groben Hunger. Die Grundnahrungsmittel ist für den Rest. Hauptsache, es hat ihr gut geschmeckt. So, was gibt's denn für Probleme? Keine erreichbare Werkstatt mit genug Platz gefunden. Wiss, für was? Sag bloß für die Forschung. Sag bloß deswegen gibt es keine Forschungen hier. Ich baue einfach mal ein paar hin. Werkstatt, wie wird das geschrieben? So. Da geht er. Was macht er jetzt? Hallo, 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 hallo. Unterwegs Mitarbeiter. Ist klar. Dreht er völlig am Rad. Workshop ansehen. Was ist das? Mein Gehalt ist fair.
Okay, das macht mir so ein bisschen Angst. Die rennen. Ich werde den einfach nicht los. Was ist denn sein Problem? Oh. Wie sieht es bei denen aus? Ausgewachsen, 6 Jahre alt. Ausgewachsen, 5 Jahre alt. Komm, beschäftige dich mit der Kuh. Zum Schlafen kann er gut. Die liegen ja alle so, dass man die nicht sehen kann, weil die so schwarz sind. Aber ich kenne die Legende vom weißen Büffel. Ein Büffel, der weiß ist wie der wie Schnee. Diese Büffel sind außerordentlich selten, aber es gibt sie. Wo sie zu züchten ist, wie man sieht, hier schwierig. Warum sie das nicht machen, die habe ich noch nicht rausgefunden. Aber ernährungstechnisch scheint ja alles hinzuhauen, finde ich. Vielleicht, aber auch nur vielleicht, weil denen etwas fehlt. Ich glaube, ich gebe ihnen ihr Schlammfuhl wieder. Bisher mochten sie es nämlich dreckig zu sein. Gleich mal zurücksetzen. Und das hier reinmachen. So. Da habt ihr es wieder. Die waren ja immer glücklich mit der Schlammpfütze. So glücklich, dass sie sich damit sogar dreckig machen. Und das freiwillig. Platsch. Seht ihr, so geht das. Und dann werden die Büffel richtig schmutzig dabei. Aber der Schmutz ist nicht schlecht. Denn sie stellen sich aber schon der Reihe nach an. Das müsste mal gefixt werden. Dass die so komisch durch die Gegend sliden. Abgesehen davon, ja. Jetzt erscheinen sie dann richtig, richtig sexy. Wenn sie dann immer durch den Schlamm sich immer schön machen wollen. Und das Wasser erledigt dann den Rest. Dann gibt's Futter, dann gibt's. Also irgendwann müsste sich da mal was ergeben. Das fände ich nämlich richtig, richtig, richtig toll. Nein. Meine Galapagos Riesenschildkröte ist gestorben. Warum? Steht aber nicht, dass ich schwanger war, oder? Nein. Lonesome Roberto. Leider. Ist sein Weibchen gestorben. Somit ist Roberto das letzte Exemplar hier
Es kann aber auch sein, dass er auch schon tot ist oder nur schläft. Er schläft. Er ist aber schon direkt davor, richtig alt zu sein. Mit 75 Jahren. Er schafft es doch bis zu 80. Aber Kinder konnten sie leider keine mehr machen. Aber vielleicht findet er noch einen Jungspund, aber der hat nie sich die Mühe gemacht, sich zu paaren. Wieso sollte er sich jetzt noch die Mühe machen? Tja, mit dieser traurigen Nachricht werden wir uns von dieser Schildkröte verabschieden, aber auch von euch. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Abonniert meinen Kanal, klingelt das Glöckchen und dann sieht man sich auf jeden Fall beim nächsten Mal hundertprozentig wieder. Beim neuen Part von Planet Zoo. Also bis zum nächsten Mal und bis bald.